Servus zurück bei Let's Play Until Dawn. Und wir sind wieder mit Sam unterwegs und suchen immer noch Josh. Aber... Ich weiß nicht, ich habe plötzlich so ein schreckliches Gefühl. Ditto. Dieses Mal sind wir nicht alleine unterwegs, sondern... Wir haben Mike im Schlepptau. Kommen hier nicht mehr zurück, finden hier auch kein weiteres Totem. Okay. Und sind in der Mine. Ich glaube, ich habe mit Sam was übersehen, den Weg, den ich gegangen bin. Hier geht's nicht weiter. Oh, hier könnte ich ins Wasser. Oh doch, hier. Diesen Weg gibt es noch. Josh, Mike. Mike, ist das das, was ich denke? Schön. Sieht aus wie ein Grab. Ja. Beths Uhr. Gesteckt. Und ja, hier war das Kreuz. Hat es der Typ ausgegraben? Weil er hat ja mit dem Kopf Falle, glaube ich, gestellt. Die war. Oh. Ein Totem. Ein weißes. Juhu! Okay. Die Lodge brennt und es leben welche. Das ist hier gar nicht so schlecht. Oi. Oh, das war das Glücks. Ja, bis jetzt schaut es ja gar nicht so schlecht noch aus. Nur mehr oben. So. Wir müssen ins Wasser. Ich gehe rein. Sicher besonders warm ist. Okay, er geht rein. Komm rein, ist okay. Ganz sicher? Ich bin noch nicht tot. Berühmte letzte Worte. Scheiße. Ich spüre meine Finger nicht. Okay. Warte mal, ich dachte, tiefer wird's nicht mehr. Hab ich nicht gesagt. Ich sagte, ist okay. Ich muss da irgendwo raus. Da war irgendwas mit diesem Wasserrad. Da hinten. Danke. Oder? Komm ich da hinten raus? Ja, da war nämlich irgendwas, dass ich irgendwo raus muss. Da war was. Da liegt ein Buch. Bevor das Buch noch irgendwas. Nein. Aber das Buch. Oi. Der letzte Hinweis der Zwillinge. Oh shit. Sieht wie Hennas Schrift aus. Ja. Tag 1. Meine kleine Schwester ist tot. Sie hatte den Sturz nicht überlebt. Ich habe gesehen, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. Mein Bein ist gebrochen. Ich bin ganz allein, gefangen mit Beths Leiche. Bald wird jemand kommen. Tag 5. Ich war noch nie so hungrig. Es fühlt sich an, als würde mein Magen sich verdrehen. Ich habe mir Beths Pulle genommen. Jetzt ist es viel wärmer. Sie passt immer noch auf mich auf. Tag 30. Mir leid, Beth. Ich habe keine Wahl. Nur so kann ich noch überleben hier unten. Wenn das jemand findet, es tut mir leid. Ich musste...
Es ging nicht anders. Was heißt das? Scheiße. Verzeih mir, Beth. Es tut mir leid. Tag 33. Meine Hände fühlen sich so schmutzig an. Meine Nägel sind ausgefallen, herausgedrückt. Ich habe Schmerzen, aber mir ist nicht mehr kalt. Keine Schmerzen. Ich werde stärker. Der Schrift ist nur noch der Rest der Schrift ist nur noch Gekrakel. Oh ja. Deswegen haben wir alles. Oh Gott, es ergibt Sinn. Ich glaube, Hannah grub Beth aus. Das war Hannah. Nein. Michael. Das kann nicht sein. Michael, es muss so sein. Nur so ergibt alles einen Sinn. Beth starb durch den Sturz. Na und? Was heißt das? Na, Hannah muss sie beerdigt haben. Verdammt. Gott, verdammt. Hannah war hier unten. Hör auf damit! Sie muss fast verhungert sein. Sie war so verzweifelt. Fuck! Wir müssen zu Josh. Sofort. Oh, Mann. Ob das wirklich Sinn ergibt? Die haben sie 30 Tage lang nicht gefunden. Ich meine, wir sind eine Nacht hier und haben alles erforscht. Wie kann das sein? Also deswegen das Führungstotem, das hat sicher so den Schmetterlingseffekt ausgelöst. Ja, wichtige Entdeckung. Ah. Sam fand Hannahs Aufzeichnung über ihre Notlage. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie es weitergeht. Es ist zwar schon verdammt spät, aber ich kann mich nicht losreißen. Oh Mann. So, wo geht's jetzt weiter? Da weiter. Aha, hier. Sieht man's besser? Oh, alles wird noch tiefer. Ja. Da wär's schon ziemlich schwimmen, aber. Hey, da geht's wieder bergauf. Wir schaffen es. Oh mein ja. Gott, das hoffe ich. Ich meine, da bist du erfroren normalerweise. Komm schon. Ja, wenn du rausgehst aus dem Wasser, ich meine, da draußen sind es keine 30 Grad. Finden wir jetzt die Totems vielleicht noch der Reihe ein bisschen? Ja, und bevor wir da jetzt dann weiter, schauen wir nochmal. Was auch interessant ist, sie ist die Einzige, die die Beziehung zu Emily nicht gelitten hat. Die Zwillinge. Wir haben alle Hinweise gefunden. Aktualisiert. Update. Laut Hannahs Tagebuch war sie wochenlang allein unten in der Mine. Aber ich meine, wo das... Ich check's nicht. Auch mit einem gebrochenen Bein. Da war der Aufzug. Da ist der Flammenwerfer-Typ an da und umeinander gerannt. Die Polizei hat's gesucht. Da war der Ausgang. Da hätte ich ja schon aufgeschrien. Hallo! Entweder sind dort alle komplett unfähig oder, wie ich am Anfang gesagt habe, Achtung, sehr klischeehaftes Spiel. Update. Laut Hannahs Tagebuch starb Beth durch den Sturz. Dann haben wir Beths Uhr. Ein leeres Grab und Beths Uhr. Naja, leer. Wir haben Knochen gefunden. Liegt hier im Dreck. Jemand oder etwas hat ihre Leiche ausgegraben. Update. Hannahs Tagebuch lässt annehmen, dass sie wahnsinnig vor Hunger die Leiche ausgegraben hat. Gekritzeltes Tagebuch. Ein Stapel Papier, den Hannah als Tagebuch verwendete. Es beschreibt, wie sie in der Mine gefangen war und hungerte. Sie beging eine verzweifelte Tat, für die sie sich unglaublich schuldig fühlte. Dann veränderte sich ihr Körper. Das Tagebuch endet in unverständlichem Gekritzel. So, da komme ich nur wieder rein ins Wasser. Und wir. Ah! Oh! Ah! Wow, wow! Oh! Wow! Ah! Ah! Scheiße! Oh! Sie. Oh! Shit! Oh! Oh! Oh!
auch noch. Siehst du das? Ja. Oh, der. Nicht nur eine. Doch. Oh mein Gott. Nur eine. Nein! Mir wird schlecht. Halt! Keine gute Idee. Nein. Ihr könnt, ich nehme keine Befehle mehr an. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Hey, ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt Josh? Mir nichts mehr befehlen. Komm. Jetzt nicht mehr. Ihr befehlt mir nichts mehr. Oh, okay. Okay. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Was ist jetzt? Er ist heil oder sowas. Josh! Mike? Josh! Hey, Mann! Nicht, schlag mich nicht, bitte. Du warst total weg, Mann. Völlig weggetreten. Wir dachten, du bleibst auf dem Trip. Josh, Hannah war hier unten. Wochen, einen Monat. Sie grub besser aus. Sam. Mike. Los, verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Oh, gut. Okay. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. Josh schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay. Hilf du mir rauf, dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Josh. Gehen wir durch, geknallter Mistkerl. 6.14 Uhr. Nein. Auch mit Josh würde ich mich gerne noch ein bisschen umsehen. Vielleicht erhält ihr auch so eher. Fest hättest du nicht zuschlagen müssen, Mann. Ja, sorry wegen vorhin, Mann. Das war wegen Jess. Mein Fehler. Ja, mein Fehler. So ganz easily. War mein Fehler. Entschuldige, Mann. Ich gebe dir den Schuld daran, dass meine Freundin tot. Glaubt er jedenfalls. Wir wissen es ja. Besser. Ein Totem. Ein Glückstotem? Er ist weiß. Ja. Das war Glück. Ich weiß nicht, ob das so ein Glück war. Okay, wir haben erst einige Totems gefunden, wir haben einige Hinweise gefunden. Irgendwie da mit den Leichen habe ich da ein Problem und so viele und bla bla bla. Ich glaube, das wäre, wenn wirklich schon wer gestorben wäre. Also ich glaube, ich habe bis jetzt noch alle durchgebracht. Also ich bin gespannt, ob das dann wirklich, ob ich alle bis zum Schluss überleben lassen kann. Das ist noch eine große Frage. Ich weiß. Okay. Okay, ich bin wirklich gerade sehr, sehr angespannt. Es macht mir gerade sehr fertig, wie sich das Spiel entwickelt. Ich meine, ich esse ja gut. Mit denen habe ich überhaupt nicht gerechnet. So viel, was da war. Ich weiß es dann noch nicht, wie komme ich denn da raus? Ich bin ja den Weg zurückgegangen. Gott. Ich komme schon.
Ja, genau, das sieht natürlich keiner vor einer. Alter, ich würde einen Furz machen und da ist ein Motorboot. Oh, nein. Nein, du bist nicht real! Doch. Bist du nicht! Ist jetzt nett? Minen? Okay, cool. Feuerzeug. Tsching. Passt. Gott sei Dank. Oh. Jess! Wow. Bist du das? Ja. Scheiße. Jess, was ist mit dir passiert? Wie zum Teufel hast du überlebt? Ja. Wir sind nicht allein. Hier läuft irgendetwas Schräges heute. Jemand haut uns hier voll in die Pfanne. Nein. Was? Nein, nicht jemand. Sondern etwas. Jess, du hattest eine ziemlich harte Nacht. Du bist durcheinander. Nein, ich sage dir doch. Schon okay. Ich wollte dich nicht erschrecken. Oh Gott. Kannst du gehen? Ja. Komm schon, Jess. Dass ich mit denen nochmal spielen kann, war mit denen überhaupt nicht gerechnet. Okay, ehrlich, hilfsbereit. Er hat immer noch einen guten Draht zu Emily. Okay, es hat sich was in die Schmetterlingseffekte getan. Rettungsaktion. Jessica lebt noch. Ah, okay. Da hätte ich wahrscheinlich irgendwas tun müssen vor der Flucht oder irgendwas. Ist sie nicht ausgegangen. Rette dich selbst. Matt fand Jessica. Wichtige Entdeckung. Josh erfuhr die Wahrheit über das Monster. Josh erkannte Hannah und Hannah erkannte Josh. Und vielleicht ist er deswegen nicht gestorben. Okay, vielleicht ist auch hier der letzte Hinweis von 1952. Könnte ja sein. Ich will es einfach mal glauben. Vor allem, wo war er jetzt so lange? Ich meine, dass sie geschlafen hat, das wissen wir ja, aber wo war er so lang? Was ist das? Ist das noch ein Totem? Sieh mal da. Hier gab es einen Einsturz. Das war ich. Was? Ich bin da durchgestürzt. Was? So tief runter? Scheiße! Willkommen im Club. Was? Ich bin von einem verdammten Feuerwachturm gefallen. Du verarschst mich. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das bald wieder zu einer Laufaktion wird. Mit viel Quicktime-Events. Ein Totem! Noch eines, was ist das? Und das? Boah, das ist riesig. Wow. Oh, Mike. Verlusttotem. Mhm. Oh Mann,
Ich bin wirklich total angespannt. Hier ist nichts mehr. Nee. Hier ist gar nichts mehr. Auch wir kraxeln durch die Mine mit den Geräuschen. Und dann, wir haben ein Totem gefunden, die beiden leben, das finde ich schon mal sehr gut. Aha, das war also diese komische Tür. Ah! Oh. Jess? Vorlaufen. Wir rennen weg. Jess, ja. Komm schon. Komm, 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 komm. Wir hätten uns, glaube ich. Nein! Nein! Durchbrechen! Nach draußen! Wo lang? Nein! So bemüht! Ich hätte mich verstecken sollen. Ei, großer Fehler! Na gut, wir haben eine Tote. Okay, wir wollen klettern. Ja. Ah, drumherum klettern. Wir nehmen uns lieber die Zeit und machen es sicher. Ich will nicht, dass sie da ist, dann runterfliegt und sich das Kreuz bricht. Und nach oben. Komm schon. Okay. Wir sind oben angekommen. Und wohin jetzt? Ich würde gerne noch wissen. Ah, das tut mir jetzt weh, nur weil ich mich nicht versteckt habe. Jetzt wissen müssen, die Wendigos gingen ja auf Bewegung. Und was mache ich? Nein, ich natürlich in meiner Weisheit der Weisen laufe lieber. Hier haben wir nichts. Da ist ein Weg und da ist ein Weg. Da gibt es dann viele Wege. Gehen wir mal darauf. Ist aber immer so. Ich kann mich sehr gut entscheiden und am Schluss dann nachher mache ich alles falsch. Da wäre ich. Oh, 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 oh. Oh, noch ein großes Totem. Ein rotes. Oh. Eine Krähe. Das ist kein gutes Zeichen. So, gehen wir noch einmal hier entlang. Mann, der muss doch wirklich kalt sein. Zuerst das kalte Wasser, jetzt draußen im Schnee ein bisschen herumstapfen. Nee. Ich glaube, dass das Einzige, was wir hier finden. Ich glaube, jetzt sind wir auch schon ziemlich am Ende. Na, schauen wir mal. Wenn nicht, wird es ein bisschen eine längere Folge. Die erste war auch nicht so kurz. Zwischendurch hatte ich auch ein paar längere Folgen. Überhaupt kein Problem. Es ist schon, weiß ich nicht, wie spät ist es.
Oh, fast 2 Uhr morgens. Da geht noch was. So, schauen wir mal hier. Das ist ja wieder Wasser, oder? Ja, schon wieder Wasser. Also ich muss sagen, normalerweise würde ich sagen, ist das nicht normalerweise gefroren? Oh, das geht ja wirklich bis zum Hals. Brrr. Boah, was passiert jetzt unter? Wir werden sicher gleich angegriffen. Also eins hoffe ich wirklich, dass ich Sam durchbringe. Das wäre mir ganz wichtig, weil als Figur, also die mag ich am meisten. Die war immer treu ergeben. Oh ja, wir sind gleich bei der Lodge. Ah, das ist die Hütte. Okay. Ich würde laufen. Bitte, Megans. Shit. Lass das eine. Hey! Oh, kommt schon, macht auf! Leute, los, kommt, seid ihr da? Lasst mich rein! Sam! Oh. Shit, Mike! Gleichzeitig! Oh Gott, du siehst schlimm aus. Wird noch schlimmer, wenn wir hier bleiben. Komm schon. Noch nicht. Nicht gut. Warum nicht? Was sollen wir jetzt tun? Sehen wir im Keller nach. Vielleicht ist da noch jemand. Ja, die anderen... Hallo? Die anderen müssten ja eigentlich zurückgegangen sein. Die sind mitgekommen, am Umdraht und sind wieder rückgegangen. Also, wo? Ah, hier. Emily, Chris... Das heißt, haben wir das einzige Jazz verloren, weil ich mich komplett falsch entschieden habe. Oh, wie hoch ist die Chance, dass wir überleben? Hm? Daran will ich gar nicht denken. Mit mir? Nein! Hey! Ich bin weg hier! Los, 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 los! Ja, wir müssen weg! Hör auf! Oh shit! Okay.
lange? Gas? Oh, kabum. Ich bewege mich nicht. Nein. Alter. Mein Herz zerspringt gleich. Okay, Chris hat die Lodge verlassen. Mike retten. Okay, Emily ist raus. Alter! Verstecken, es sind noch nicht alle draußen. Emily führt noch. Ashley, meine. Oh, das ist der Typ. Versteck mich noch einmal. Mike soll raus. Ja, Mike. Geh, Mike. Schmetterlingseffekt aktualisiert. Haben Sichtkontakt. Das Hauptgebäude ist vollkommen zerstört. Over. Na klar, jetzt kommen wir. Moment, ich sehe da etwas. Es scheint Überlebende zu geben. Gut, wir gehen runter. Ich glaube. Fuck! Nein! Ja, ich glaube, das ist das Ende. Jessica, Todeszeit 6.30 Uhr. Oh, und was für ein Tod. Der alte Mann, ich kann ihn gar nicht beschreiben, ich meine. Sie sagten, Sie hätten sich von ihm verfolgt gefühlt. Hat das noch jemand aus Ihrer Gruppe gedacht? Naja. Hat ihn vielleicht diese Person getötet?
Nein, nein, Sie verstehen das nicht. Glauben Sie... Hat er Sie angegriffen? Er hat mich gerettet. Und ich habe ihn sterben sehen. Das war Jessica. Ich weiß nicht, wie oder warum sie da unten war, aber ich weiß, ich habe sie gehört. Er hielt sie mir direkt vors Gesicht. Hierhin, direkt vor meine Nase, und er hätte schießen können. Er hat mich fast erschossen, der Penner. Ich meine, da geht man ewig lange mit einem Kerl aus und glaubt, man kennt ihn, aber Mann, der schießt echt den Vogel ab. Ich war genau da und ich hätte etwas tun können. Ich wollte ihr ja auch helfen. Ich war nicht gut genug. Er ist voll durchgedreht. Wollte uns was antun. Und ich hielt ihn für den Angreifer von Jazz. Er war doch mein Freund. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Ich dachte, wir ständen uns nah. Wenn Sie mit jemandem reden wollen... Danke, nein. Manchmal nach einem traumatischen Erlebnis... Ich sagte doch nein. Wo ist Matt? Ist er okay? Ist seine Befragung vorbei? Ich bin etwas besorgt, weil... Naja, ich bin seine Freundin. Hat er das erzählt? Ich meine, vielleicht war er genervt von mir für ein paar Minuten. Aber er weiß, dass ich ihn absolut liebe. Das weiß er. Das hat er auch gesagt, oder? Wow. Sie müssen mir zuhören. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Ganz egal, denn das werden Sie. Sie müssen runter in die Minen. Was ist in den Minen, Sam? Ich habe gesehen, was dort ist. Und ich würde alles geben, es zu vergessen. Okay, wir haben das Ende von Until Dawn. Ja, also, das spürt mich total mitgerissen. Also, ich habe es jetzt dann in 2 Aufnahmen-Sessions durchgespielt. Es war zwar nicht so besonders lange, aber auch nicht so besonders kurz. Also, man bedenkt, einige Videos hatten doch eine gewisse Zeit und ich sitze hier schon eine lange Zeit jetzt wieder. Aber ich konnte mich echt nicht losreißen. Also die Handlung wunderbar. Die Animationen, also ich glaube, das Spiel ist so gegen 2015 rausgekommen. Wunderbar, also gute Animationen. Zuerst war ich etwas besorgt wegen den Handlungen. Aber man muss schon sagen, boah, wirklich traumhaft. Also wirklich Hut ab. Vor den Designern, vor dem Studio, vor allen, die hier mitgewirkt haben. Ich sage nur, Daumen nach oben, habt ihr wirklich gut gemacht. Das Spiel hat mich wirklich mitgerissen. Von Anfang bis Ende, wie es sich entwickelt hat, so, ich sage mal, das letzte Drittel vom Spiel eigentlich komplett in was anderes gegangen. Also am Anfang habe ich geglaubt, ja, es geht nur um ein bisschen an Psychopathen und da werden wir halt die Entscheidungen. Und irgendwie, also habe ich wirklich geglaubt, das war es dann nachher, wir können die Psychopathen irgendwie, dass es dann sich nachher so entwickelt, mit denen habe ich echt nicht gerechnet. Also diese mystische Note hat nochmal eins draufgesetzt, also Hut ab, wirklich, die uns das ausgedacht haben. Wie schon gesagt, das Spiel ist natürlich wirklich sehr klischeehaft, also so würden, glaube ich, keine normalen Leute reagieren, wie die reagiert haben. Gewisse Sachen ergaben auch ein bisschen wenig Sinn. Aber es ist alles im Allen ein sehr solides Spiel. Wirklich von der Handlung bis zur Steuerung alles sehr gut gewesen. Dieser Kick jetzt nochmal am Schluss, immer dieses Ruhighalten, wo der neben dir steht und brüllt und der Herzschlag immer lauter wird, also wirklich
ich empfehle dieses Spiel komplett weiter und das gilt jetzt an euch, die hier zugesehen haben und das Spiel selbst noch nie gespielt haben, zu meinen, naja, zusehen. Bitte kauft euch dieses Spiel, kauft es euch, unterstützt damit vor allem die Entwickler dieser Spiele, dass wir noch mehr solcher Spiele, also es gibt ja andere Spiele, es ist ja, gibt ja diese Dark Pictures Anthology, die ich auch einmal spielen will. Ich glaube, mittlerweile sind noch schon 3 Teile heraus, 8 sollen es werden. Ich weiß nicht, ob das auch so dieses hat in dieser mystischen Note, aber wie gesagt, kauft es euch, spielt es selbst, schaut, ob ihr alles findet. Die Entscheidungen trefft sie dann wirklich nach eigenem Ermessen. Ich habe es so entschieden, wie ich mich jetzt dann am wohlsten gefühlt habe. Manche Entscheidungen, wo hat man sehr mit mir gehadert, wo ich mir gedacht habe, war das jetzt richtig? Es hat mich wirklich geärgert, jetzt am Schluss eine Entscheidung, eine blödsinnige Entscheidung hat dazu geführt, dass ein Charakter gestorben ist, am Schluss. Das ist schon ärgerlich. Alles zu finden, das Video fertigzustellen, also ich glaube, das haben wir nicht geschafft. Ich glaube, ein oder zwei Totems fehlen mir noch und auch ein Hinweis natürlich von 1952 hat noch gefehlt, aber ansonsten glaube ich, sind wir sehr gut durchgekommen, haben wir sehr viel gefunden. Und wie gesagt, spielt es selbst, ist die Atmosphäre am besten, nicht so wie bei mir brennt die Studiobeleuchtung und alles, aber ich glaube, das wäre so richtig ein Spiel für zwei Leute im Finsteren. Also wirklich empfehle ich euch, kauft es euch, spielt es, unterstützt damit auch die Entwickler, die ganzen Leute, die dort mitgearbeitet haben, dass sie auch weiterhin so gute Spiele machen, dass das nicht irgendwann einmal abstürzt und schlechter wird. Also wirklich, mach, liebe Entwickler, diese ganzen Leute, die hier gerade in den Namen laufen. Ihr habt wunderbare Arbeit geleistet und ja, mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen. Ja, was ich noch sagen kann, ist, ich werde wahrscheinlich, also jetzt einmal eine Pause machen von Until Dawn. Ich habe mir aber überlegt, ob ich dann vielleicht einen zweiten Durchgang machen werde. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Das könnt ihr mir mal in den Kommentaren schreiben. Vielleicht ein zweiter Durchgang, wo ich alle sterben lasse. Also wirklich, dass ich sage, okay, ich schaue, dass ich mache mal alle Entscheidungen gegenteilig. Was halt möglich ist, weil es werden sich ja neue Entscheidungen auftun, wenn ich das mache, dann werden sich ja wieder andere Entscheidungen auftun und ja. Oh, Mysterious Man hast du. Das würde ich schon gerne mal machen, aber nicht gleich jetzt sofort, das ist sehr, trotzdem sehr viel Story bezogen, von dem brauche ich jetzt einmal ein bisschen Abstand, aber es wird sich nicht so lange auf sich warten lassen. Mal schauen, also wäre mir noch ein Anliegen, dass ich da einen zweiten Durchgang mache, wo ich die Entscheidungen ins Gegenteilige mache. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, wenn es euch gefallen hat, okay, wir sind am Ende der Credits, ich habe die ganzen Credits durchgequatscht. Kommt noch was? Oh. Dort unten ist etwas. Haben Überlebenden gesichtet. Ein Überlebender. Wiederhole. Ist das? Oh, fuck. Zurück! Nein, nein, nein! Zurück! Josh. Okay. Spannend. Ja. Wenn es euch gefallen hat, wollte ich es dann sagen, dann Däumchen wären Träumchen.
Abonniert vielleicht den Kanal, würde mich auch sehr freuen. Und ansonsten werden wir jetzt dann noch kurz, werden wir noch schauen bei Status und Gesammeltes. Okay, aktualisiert, schauen wir uns das noch an. Der Wendigo in der Mine hatte genauso eine Schmetterlingstätowierung. Ja, das wird es bei jeder sein. Ja. Ja, das ist überall die Schmetterlingstätowierung. Ja. Deswegen haben wir ungefähr 50.000 Mal die Schmetterlingstätowierung erfahren. Hier sehen wir einen Hinweis, habe ich nicht gefunden. Da haben wir alles gefunden. Ein Totem haben wir nicht gefunden. Wir haben fast das ganze Video. Nur ein Totem fehlt. Dann würde ich mal sagen, wir schauen uns das Video noch an. Vor vielen Jahren hat mein Großvater die vom Fluch Besessenen gejagt. Aber es gab einen, der ist ihm entkommen. Der fieseste von allen. Der Makapitu. Er war ein schreckliches Ding. Und mein Großvater konnte ihn nicht besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie einsperrte und den Fluch wiedererweckte. Es waren Dutzende Männer, ohne Essen, ohne Licht. Und in der Dunkelheit kam der Hunger. Sie waren besessen von ihren abscheulichen Gelüsten und wurden wahnsinnig. Mörder. Kannibalen. Sie aßen Menschenfleisch. Und wenn man dieses Monstrum tötet, wird der Geist befreit und wirbelt über den Berg wie ein böser Wind, um wieder Besitz zu ergreifen. Man sollte sie nicht töten, ich hab's versucht. Man kann sie nur einfangen und mit Feuer quälen. Und nach all diesen Jahren, nach vielen Monden und vielen Jagden, frei. Für mich unfassbar weit entfernt. Bis zu dieser Nacht, vor einem Jahr. Da hatte ich ihn endlich im Visier. Aber wir waren nicht alleine in den Wäldern. Während ich den Makapitu verfolgte, verfolgte er etwas anderes. Der Makapitu jagte die Mädchen über den Berg und ich konnte nichts machen. Ich konnte die Mädchen nicht retten, aber ich habe sie gerecht. Okay. Wow. Spannend. Wahnsinn, wir haben nur ein Todestotem nicht gefunden. Schmetterlingseffekt. Rettungsaktion, also hier haben wir nichts, da hätte ich ihn angreifen können. Das wäre das Einzige gewesen. Jessica lebte noch. Jessicas zweite Flucht misslang. Ja, leider. Matt fand Jessica und er überlebte bis zum Morgengrauen. Gebissen. Mike hat Emily verschont. Ashley war in der Zwickmühle und hat die Wahrheit erzählt. Emily drängte sich an Ashley vorbei und brachte sie in Gefahr. Oh, hätten wir da wahrscheinlich die Tür nicht zugemacht oder irgendwas, dann wäre wahrscheinlich Ashley gestorben. Josh erkannte, Josh war am Leben gefangen und ein Kannibale. Und das Ergebnis des Chaos. Sam ist entkommen, Mike ist entkommen, Ashley ist entkommen, Emily ist entkommen, Chris ist entkommen. Nur eine konnte nicht entkommen. Na gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, hier werden wir Schluss machen. Wir haben wirklich viel erfahren und wir werden uns in einem neuen Projekt wiedersehen. Was es ist, weiß ich noch nicht. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Jetzt werde ich mich mal an Schneiden und Rendern setzen. Nicht sofort, aber... Jetzt werde ich dann erst einmal schlafen gehen und dann während dem Schneidern und Rendern werde ich mir überlegen, was als nächstes kommen wird. Mal sehen.
Also dann, ich bedanke mich für alle, die zugesehen haben, für alle, die mich vielleicht aufgrund dieser Folgen jetzt abonniert haben. Und wir sehen uns in einem neuen Projekt wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Gruseln. Tschüss mit dir, ciao mit da, Servus mit Vogelv. Servus nochmal bei Until Dawn. Ja, und ich habe mir die Mühe gemacht und habe das letzte Totem gesucht. Das war, wo ich es vermutet habe, mit Sam, wie wir über die Brücke gegangen sind, falls sich noch jemand daran erinnern kann. Wo die Brücke eingestürzt ist, bin ich den Weg der Geschichte weitergegangen und habe dann bis dorthin nochmal gespielt. Es ist Episoden, man kann sich die Episoden aussuchen. Musste die ganze Episode nochmal spielen, das war nicht wenig. Und habe dann dort ein bisschen einen anderen Weg gegangen und habe dann das letzte Totem gefunden. Ja, und das war genau dieses. Ich zeig's euch mal. Es war der Tod von Sam. Gut, und wir haben jetzt, wie man unten sieht, alle Ereignisse, das gesamte Video Ereignisse der Vergangenheit freigeschalten. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich werde das als kleinen Bonus hinten anschließen, nach meinem kleinen Endscreen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zusehen. Vor vielen Jahren hat mein Großvater die vom Fluch Besessenen gejagt. Aber es gab einen, der ist ihm entkommen. Der fieseste von allen. Der Makapitu. Er war ein schreckliches Ding. Und mein Großvater konnte ihn nicht besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie einsperrte und den Fluch wiedererweckte. Es waren Dutzende Männer, ohne Essen, ohne Licht. Und in der Dunkelheit kam der Hunger. Sie waren besessen von ihren abscheulichen Gelüsten und wurden wahnsinnig. Mörder, Kannibalen, sie aßen Menschenfleisch. Und wenn man dieses Monstrum tötet, wird der Geist befreit und wirbelt über den Berg wie ein böser Wind, um wieder Besitz zu ergreifen. Man sollte sie nicht töten, ich hab's versucht. Man kann sie nur einfangen und mit Feuer quälen. Und nach all diesen Jahren, nach vielen Monden und vielen Jagden, war der Makapitu immer noch frei. Für mich unfassbar weit entfernt. Bis zu dieser Nacht, vor einem Jahr, da hatte ich ihn endlich im Visier. Aber wir waren nicht alleine in den Wäldern. Während ich den Makapitu verfolgte, verfolgte er etwas anderes. Der Makapitu jagte die Mädchen über den Berg und ich konnte nichts machen. Ich konnte die Mädchen nicht retten. Aber ich habe sie gerecht. Ich habe den Wendigo gejagt und mit Feuer bestraft. Der Makapitu war tot. Wow. Ich habe das Video natürlich vorher nicht angeschaut. Ich habe es erst jetzt gesehen. Wow. Was für ein cooles Video. Gefällt mir unheimlich gut. Mich stellen sich jetzt dann nur zwei Fragen. Warum hat er den Makapitu dann eigentlich umgebracht, wenn er ihn eigentlich fangen sollte, damit er nicht wieder Besitz von jemandem ergreift? War Henna dann der Makapitu? Das wäre so eine Frage, weil Henna hat ja dann auch gelebt und ob sie dann vielleicht, weil sie ist mir schon stärker vorkommen wie die anderen und größer vor allem. Oder, wir haben ja gesehen, ein Netzwerkfehler, ja, Entschuldigung. Passiert mir immer bei Until Dawn, keine Ahnung warum.
Auf jeden Fall, oder ist Josh, wir haben ja gesehen, Josh ist ja zu einem Wendigo, wird er am Schluss. Jedenfalls zum Teil schon, hat er die Verwandlung schon abgeschlossen. Und meine Frage, vielleicht wird Josh der Makabito. Also, auf jeden Fall spannend, spannend, spannend. Ein wirklich cooles Ende. Na gut, ich wollte euch das nicht vorenthalten. Wir sehen uns dann wieder bei einem neuen Projekt oder bei einem zweiten Durchgang von Until Dawn, wo es euch am besten gefällt. Bis dahin, vielen Dank. Tschüss mit Ö, ciao mit A, Servus mit Vogelfrau.